Wie ich sehe, habt ihr den Weg zurückgefunden hier zu mir, zu dem kleinen Bergpfad an den Pforten der mysteriösen Stadt, hier in Folge 5 bei Beko Amme, dem Karamellbonbon, bei dem ich euch jetzt ganz herzlich begrüßen darf. Wir können sozusagen gemeinsam weiter lutschen an diesem leckeren Bonbon, diesem wunderschönen RPG, das uns wieder hier in diese sonderbare Traumwelt führt. Und ja, ich gehe jetzt einfach mal weiter, ne? Ich gucke mal, denn unsere Freundin, die gute Frau Kanzashi, ist ja weitergegangen und die steht hier schon. Und geht einfach weiter, ja? Komisch, man sieht auch oben diese Art Plakate. Zwei sind verhangen, zwei liegen offen, was womöglich daran liegt, dass wir uns jetzt in Kapitel 2 befinden. Und das verändert sich wahrscheinlich hier. Gibt es nichts Neues zu erkennen, dann gehen wir einfach mal weiter voraus. Und nach wie vor ist es hier sehr belebt. Die Kirschblüten regnen auf unser Haupt herab. Und unsere Protagonistin Mitsu denkt wie folgt. So, jetzt sind wir schon wieder hierher gekommen. Hä? Was? Ich hab die Brillen nicht mehr. Die Brillen sind weg. Ganz genau. Und wir erinnern uns zurück. Wir haben von den Zwillingen Kohaku und Hisui, oder wie sie hießen, also die Zwillingskinder von unseren Arbeitgebern sozusagen, haben wir die Brillen geklaut und hierher mitgenommen, weil die ja so fies zu uns waren. Die haben uns immer so ein bisschen geneckt und gefoppt und wir waren sozusagen die Außenseiterin in dem Betrieb. So zumindest haben wir uns gefühlt. Und jetzt sind wir wieder her und die Brillen sind weg. Es ist alles in Ordnung, tröstet uns hier Frau Kanzashi. Das war doch das gleiche wie bei dem Schnitzermesser von Kiyoshi, oder nicht? Ah! Es ist doch so, oder? Genau so läuft das hier halt. Nicht wahr? Ach, Mitsu. Mach doch nicht so ein schwerfälliges Gesicht. Selbst Amamori-san macht sich schon Sorgen um dich. Also unser Regenschirm, unser gefräßiger Freund. Guck mal, da hält sie ihn uns vor. Sieh dort vorn. Dort scheint irgendwas zu passieren. Lass uns gucken gehen. Ach du meine Güte. Große Party oder was? Da gehen wir doch mal schnurstracks hin. Und schauen mal nach. Und hier spricht jetzt die Theatergruppe scheinbar. Alle miteinander, kommen Sie her. Schauen Sie, was es hier gibt. Hier, die verteilen Tickets oder Flugblätter für die große Schaubude, den großen Rummel. Sprechen wir mit dem Herren hier. Ach, mein Mädchen, sagte der Bewohner. Du bist also auch gekommen, um dir das Spektakel anzugucken? Wovon wird denn hier geredet? Die Schausteller sind hier mit ihren Schaubuden. Und hier wird jetzt Werbung gemacht. Hier wird die Werbetrommel angekurbelt. Kommen Sie her, schauen Sie nur. Das große Schauspielhaus hat eröffnet. Ach, das, sieh nur, das sind alles Flugblätter, die hier verteilt werden. Ach, es ist schon so spät, ich muss mich dann entschuldigen. Was? Ein Schauspielhaus? Ach du meine Güte, das ist also das Flugblatt. Und sollen wir das sein in der Mitte? Auf jeden Fall die Überschrift ragt davor und da steht, unser heutiger Akt. Das, die diebische Haarspangenmacherin. Das war doch eindeutig unser Konterfei darauf gedrückt. Mit den Gesichtern der Zwillinge. Was zur Hölle war das? Bin ich das? Und darüber hinauf die anderen beiden Personen auf dem Bild. Sind das Kohaku und Hisui? Die beiden. Das sind natürlich zwei sehr lebhafte Gesellen. Lebhaft? Ich weiß nicht, was hier noch falsch ist und was richtig ist, ja? Die beiden, die spielen Streiche, ja? Die sind bösartig. Das ist es, was sie lieben. Bösartigkeit und Hinterhältigkeit. An denen ist nichts lebhaft. Das ist doch bestimmt wieder in irgendein Plan, den die schmieden, um mich in das Licht zu führen. Ach, komm schon, Mitsu. Aber das Schauspielhaus oder die Schausteller, die scheinen interessant zu sein, nicht wahr? Nein, was soll daran interessant sein? Wir sollten das Ganze lassen. Und jetzt spricht die Gruppe hier. Wenn die hier geradeaus weitergehen,
zeigt uns der Hase den Pfad. Dann sind sie bei dem Schauspielhaus. Okay. Ich möchte aber nochmal ganz kurz gucken, bei dem guten Yamori, da konnten wir ja immer Erinnerungen uns vergegenwärtigen. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir jetzt alles neu haben hier. Wie weit wir uns das letzte Mal überhaupt angeguckt haben. Ich gehe mal kurz einfach mal rein. Wir hören die Stimme eines Kindes und wollen wir reinblicken? Natürlich! Dann gehen wir mal zu ihm. So, und wollen uns jetzt hier die Sachen vor Augen führen. Was möchtest du hören? Was möchtest du sehen? 1, 2, 3, 4. 4 Stück. Ich glaube, wir haben eins schon gesehen gehabt, oder? Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Vielleicht hier das Gewand. Ist schon ein bisschen länger her, deshalb ich mach das einfach nochmal. Dann sehen wir es als doppelt. Ist ja auch nicht so schlimm, ja? So, jetzt gibt's auf jeden Fall die Geschichte zu unserem kleinen Arbeitsgewand. Und das nun ja. Das kennen wir doch sicher schon, oder? Hey, Kirsch. Das ist dein Vorgesetzter. Okay, das kennen wir, ne? Und du kümmerst dich jetzt um sie. Ich heiße Mitsu. Es freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Ah, du hast sie doch schon vorgestellt. Wissen wir doch schon. Ja, stimmt ja. Ach, mach dir doch keine Gedanken und sei nicht so aufgeregt. Setz dich. Tut mir leid. Das war die erste Begegnung zwischen den beiden. Ich muss irgendwas sagen, denkt sie sich da. Was ist dein Hobby? Hä? Nee, ist nichts. Mein Hobby. Ich mag's, Haarspangen herzustellen und... Das ist das Einzige, was mich interessiert. Was mit dir? Ludiko, ihre Lieblingssängerin, deutet sie an. Lieder, ich höre gern Lieder. Ich verstehe. Und warum hast du Interesse, Haarspangen herzustellen? Nun, ich hatte eine ganz wunderschöne Kuchinashi-Haarspange, also mit einer Gardenie drauf, eine Gardenien-Haarspange. Und immer, wenn ich die gesehen habe, war ich total gut drauf. Und das hat mich sehr berührt. Und ich möchte auch die Herzen der Leute damit bewegen. Und habe mir deshalb gedacht, dass ich Haarspangen herstellen möchte. Und darüber hinaus... Schau dir das mal an hier. Diese Haarspange, die ist kaputt oder angekratzt. Die habe ich als Kind angehabt. Und ich möchte sie unbedingt reparieren. Und um sie zu reparieren, brauchst du aber ganz schön Talent, ja? Mach dir keine Gedanken. Wenn du dir Mühe gibst, wirst du selbst das schaffen. Und ich werde dir dabei helfen als Vorsteher. Vielen Dank. So, ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit, Mitsu. Zusammenarbeit wird hier groß geschrieben. Und das war das. Das haben wir jetzt mitgekriegt. Und ich weiß nicht. So, das kannten wir schon. Und hier jetzt die hässliche Haarspange. Da gucken wir nochmal drauf. Haben wir wahrscheinlich auch schon gesehen, oder? Ich weiß es nicht. Sorry, dass ich dich dazu bringe, mir zu helfen. Ist schon in Ordnung. Boah, das sind ja richtig viele Kartoffeln hier. Was? Dies hier? Ja, wo die herkommen, also meine Mutter. Ne? Die schickt mir die immer mit nostalgischen Gefühlen schickt sie mir immer eine ganze Menge hier. Ach, diese Haarspange hat die Kiyoshi hergestellt? Nun, du musst wissen, früher hat meine Mutter gesagt, es ist ein Andenken oder ein Glücksbringer. Das solltest du immer mit dir tragen. Du hast eine gute Mutter, nicht wahr? Was ist dein Vater für eine Person? Schweigen. Es tut mir leid, dass ich irgend sowas gefragt habe auf einmal. Ist schon in Ordnung. Nun, du musst wissen, ich habe mich nicht so gut mit meinem Vater vertragen und bin dann einfach schnurstracks zu Hause rausgeflogen. Ich verstehe. Ich habe immer gedacht, ich muss mich entschuldigen, aber irgendwie kam es nicht dazu. Aber du willst jetzt ein grandioser Haarspangenhersteller werden, nicht wahr? Und dann kannst du deinen Vater treffen, ihn wieder begegnen und ihm dann eine von deinen Werken schenken. Dann wird sich dein Vater sicher freuen. Schweigen. Danke, sagt Kiyoshi. Ach, darüber hinaus, Kiyoshi, kann es sein, dass diese Kiste, dass da auch natürlich Kartoffeln drin sind, ist klar. Nun, meine Mutter musste wissen. Nur weil ich mal gesagt habe, dass ich Kartoffeln mag, ja, da schickt sie mir so viel, dass ich nicht essen kann. Das heißt, wir können eine Weile lang von hier eingekochten Kartoffeln leben anscheinend. Na, da sieht man die Verbindung zwischen den beiden, die Beziehung, wie die gewachsen ist.
und dass die beiden doch ganz gut miteinander können, was man eigentlich gar nicht denken mag, wenn man an das erste Chapter denkt, ja? Wo sie ja dann auch sein Schnitzermesser entwendet hat, letztendlich solche bösen Taten vollzogen hat. Jetzt haben wir auf jeden Fall, Moment, das war die hässliche, das ist die alte Haarspange. Und da hören wir uns mal an, was es damit auf sich hat. Und jetzt spricht hier Tatsue, die Chefin von uns. So, Ibao, lass uns zum Fest gehen. Ach, und Ibao, das ist der Chef, das ist unser Chef. Ach, ist das die Anfangszeit, wo die sich kennengelernt haben? Ach, meine Dame, hier, könnt ihr einfach hier reintreten, bitte. Ach, was redest du denn? Ja, es ist ja, komm, sie nicht solche Chosen abziehen. So, mach dich jetzt fertig und, druck sie nicht so rum. Nun, hab dich nicht so, also bitte. Denn, gerade am heutigen Tag, ja, da ist es, passt es mir nicht so richtig. Sagt die Chefin hier. Was, also, du machst, willst lieber hier, dir ist es wichtiger, Haarspangen herzustellen, als mit mir Zeit zu verbringen? Ah. Das ist ja Wahnsinn. Die hast du aber schön gemacht. Nun, um ehrlich zu sein, wollte ich sie dir geben, Tatsue. Was? Deshalb hast du so gezögert? Also, ich wollte sie fertigstellen, dir in die Haare stecken und dann können wir damit zusammen zum Fest gehen. Das war mein Plan. Ibao, das hätte ich ja gar nicht von dir gedacht, ja? Dass du solche Sachen machst hier mit mir. Da haben sie sich kennengelernt, die beiden, ja? Und das ist ein verliebtes Pärchen. So, und jetzt haben wir noch das Haarspangenbuch. Da gucken wir nochmal rein. Und da spricht hier der Chef. Da ist es nicht gut geworden. Die Form ist viel zu verkrümmt und sowas. Okay, das geht doch nicht. Das heißt, irgendwie fühlt dich an, als hättest du dich gar nicht verbessert. Hat sich gar nichts geändert dann, ne? Also, da musst du erstmal ein bisschen was noch verbessern an deinen Skills, ja, sonst wird das nichts. Da wurde sie nochmal getadelt. Wie so oft. Ah, Mann, die ist unbelehrbar, ne? Ja, es scheint so. Ja, wahrscheinlich ist ja auch eine Frau, ne? Und was macht denn eine Frau hier überhaupt bei uns? Ja, du hast recht, spricht hier Saburo und Masaichi. Also, lass uns mal schlafen gehen. Ah, heute haben wir auch echt viel gearbeitet. Ich bin ganz schön fertig. Hä? Was ist das denn da? Was ist los, Saburo? In ihrem Zimmer ist immer das Licht an. Also, interessierst du dich für sie oder was? Nein! Also, du interessierst dich für sie oder was? Du bist mir aber einer. Also, ich mag lieber Frauen, die ein bisschen schöneren Hintern haben. Das sind ja welche. Das kannst du nicht sagen. Das hat Gott sei Dank niemand gehört hier. Aber wenn es dich so interessiert, dann geh doch gucken. Vielleicht zieht sie sich ja gerade um, wenn wir schauen. Was? Oh, ich bin müde, sagt sie in ihrem Zimmer. Kann nicht mehr. Oh, ich muss aber mein Bestes geben. Verdammter Mist. Oh, das klappt nicht. Ich kann das nicht so richtig schnitzen hier. Oh, ich muss aufpassen. Ich kann aber nicht aufgeben. Ich will nicht verlieren immer. Sie arbeitet also noch spät in der Nacht. In ihrem Zimmer. Wie gestern das Gleiche. Doch, du musst noch ein bisschen mehr dich ins Zeug legen, sagt der Chef hier. Da hat sie die ganze Nacht gearbeitet und wird trotzdem getadelt. Du bist echt unverbesserlich, sagt Masaichi. Nimm das mal hier. So, und da kannst du mal reinschmökern und vielleicht wird's ein bisschen besser. Vielen Dank. So, ich habe jetzt keine Zeit hier für ein Pläuschen, also gib dein Bestes. Da hat er uns wahrscheinlich das Buch gegeben, oder? Und Saburo sagt, ich werde gegen dich auf jeden Fall niemals nachgeben oder verlieren. Gott sei Dank, meine Kleine, sagt der Kyoshi. Anscheinend haben sie Gefallen an dir gefunden. Die Kollegen, ja? Also sie hat sich gut eingearbeitet. Und scheinbar geht's ihr doch gar nicht so schlecht in dem Betrieb, ja? Sie hat doch ganz nette Kollegen.
So, damit haben wir, glaube ich, alles abgehandelt. Und können jetzt ein Stück noch weitergehen. Haben wir uns die halbe Folge hier damit um die Ohren geschlagen. So, jetzt sind wir aber hier. Oh, es ist so schwül. Es ist ja wie Sommer diesmal. Im ersten Chapter war es noch Winter und jetzt ist es Sommer hier. Was wollen die hier? Was gibt es? Hier hast du nichts. Habe ich nichts für dich. Oh, unser Truppenführer oder Gruppenführer ist immer, wie immer, total cool. Und die niedliche Gestalt von unserer Vize-Gruppenführerin. Ach, die könnte ich mir den ganzen Tag angucken. Die ganze Zeit ununterbrochen könnte ich sie anstarren. Du bist also wiedergekommen, sagt Kyoshi. Und immer noch zitterst du hier und bist so zurückhaltend. Abends dich wegzutreiben und hier Spaß zu haben, das ist wirklich wie so ein kleines Balk, kleines Kind. Hör auf, sowas zu sagen, lass mich in Ruhe. Hä? Na, jetzt fängst du gleich wieder an zu weinen, nicht wahr? Wer fängt an zu weinen? Ich mach das, was ich will. Ich kann es auch alleine schaffen. Alleine? Hättest du nicht deinen kleinen Spielzeugregenschirm gehabt, hättest du nichts geschafft. Das geht dich nichts an. Ach du meine Güte. Und da begrüßt uns hier wieder der Ladenbesitzer. Den kennen wir ja schon. Willkommen! Hier ist das Schauspielhaus, wo die ganze Chose abgeht. Was ist denn mit dem Haarspangenverkauf? Ich verkaufe auch Haarspangen, aber ja, das ist ja halt, hier gehört auch ein Schauspielhaus. Die Schausteller treten hier auf. Was soll das? Ist doch klasse, das ist doch mein Charakteristikum von meinem Laden. Also hier gibt's vieles. So, jetzt willst du nicht endlich mal rein? Oder darf ich jetzt endlich rein, oder wie? Also dann, du kannst da ruhig als einzelnes Mädel da rein. Da ist auch eine gute Dame gerade schon vorbeigegangen. Ist das vielleicht deine große Schwester? Ach, du meinst Frau Kansashi? Nein, es stimmt nicht. Was? Nicht? Ah, du hast auch recht, du ähnelst ihr auch gar nicht. Was soll das denn heißen? Aber wie dem auch sei, die Haarspange steht dir gut. Na, danke. So, wir speichern nochmal ganz deftig, saftig hier bei der Vogelscheuche und gehen dann noch ein Stückchen weiter. Hier können wir nochmal raufgucken. Da sehen wir das Plakat noch einmal, das wir in Flyerform schon zuvor gesehen haben. Das ist aber echt widerwärtig. Mitsuchan! Amamori-san möchte bei dir sein, scheinbar. Und ich denke, wenn du ihn bei dir hast, dann bist du auch stärker. Du musst dich nicht zurückhalten. Nein, aber ich kann nicht. Immer die ganze Zeit, wenn der bei mir ist, das ist ja der Regenschirm, der alles frisst, ja? Sie hat auch Angst, dass der Regenschirm sie frisst, ja? Weil, wenn er zu viel Hunger hat, dann sieht's schlecht auch für uns aus. Hier, bitte. Und wir nehmen ihn wieder an. So. So, und wenn ich schon dabei bin, dir was geben, kriegst du auch das hier noch. Eine Medizin. Das ist doch schön. So, was gibt es? Jetzt kann ich mit ihr reden oder über Amamori sprechen. Ich kann mit ihr nochmal sprechen. Frau Kansashi, Sie sind schon eine mysteriöse Persönlichkeit. Ich weiß nicht, um ehrlich zu sein, Sie wirken nicht wie eine gewöhnliche Person. Es tut mir leid. Ich habe dich angelogen. Um ehrlich zu sein, bin ich ein Vorfahre von dir, was? Nun, als du dir so viele Gedanken gemacht hast, war ich plötzlich... Was, ein Geist bist du? Ach, Quatsch. Nun hör auf damit. Sonst in das Licht führen wollen, oder was? So, ich kann diese starke Sonneneinstrahlung kann ich nicht ab. Denn dann wird man zu schnell braun. Hier was machen? Scheint kaputt zu sein. So, ich bin oftmals früher mit meinen Kollegen hier hergekommen. Das war schon schön, die Zeit, die ich da früher mit dem verbracht habe. So, hier ist der Eingang. Also, schnell rein mit dir.
ganz schön niedlich bist du. Wer bist du denn eigentlich? Ach, ich habe nur mit mir selbst gesprochen. So, auch kaputt hier. Hier funktioniert ja nichts. Auch das ist alles kaputt. Und wenn hier im Sommer bei dieser Schule die Ventilatoren kaputt sind, das ist, sieht ganz schlecht aus. Ah, so heiß. Und auch die Luftfeuchtigkeit, die setzt mir zu. Boah, hier, da schimmelt ja alles hier drin, ey. So, hier ist große Willkommensfeier, steht da oben auf dem Plakat. Sie haben lange darauf gewartet, auf dieses Schauspiel, und wir begrüßen Sie. Jetzt ist auch der Hauptakt aufgetreten. Meinen die uns damit? Ach du Scheiße. Und alle miteinander, freuen Sie sich schon? Sicherlich. Dies ist unser Hauptakt am heutigen Tag. Die diebische Haarspangenherstellerin. Und die Bewohner rufen jetzt: Ein Dieb! Oh, ist das gruselig! Was für eine furchtbare Frau! Das ist also die Diebin? Oh, die hat schon so ein zwielichtiges Gesicht. Nein, ich... Was ist mit Mieze? Diese Puppe ist doch super gemacht, nicht wahr? Sie sieht genau aus wie du, Mieze. Was in aller Welt? Aber, was ist denn eigentlich mit deinem Eintrittsticket? Eintrittsticket? Wie bitte? Du bist einfach ohne Eintrittskarte hier eingetreten? Wie zu erwarten von einer Diebin. Du lernst halt nie aus. Nein, ich wurde nicht drum gebeten oder gefragt nach einem Ticket. Ich wurde einfach hierher geführt. Es ist doch ganz klar, dass man Eintrittskarte braucht. Ganz genau. Du bist ein schlechtes Mädchen, Mieze. Genau, ein schlechtes Mädchen. Wovon redet ihr? Nun hört schon auf. Haltet die Klappe. Hört auf mit diesem bösartigen Zeugs. Was ist los? Es macht doch Spaß, oder? Warum sollten wir aufhören? Hört auf! Lasst den Quatsch! Kommt hier runter zu mir. Warum sollten wir denn runterkommen? Wir spielen nicht mit bösen Kindern. Aber ist alles in Ordnung. Diese Kinder wollen mit dir spielen, Mieze. Also, wenn du es schaffst, bis zuletzt zu überleben, dann werden wir vielleicht mit dir spielen. Ach, du Scheiße. Monster! Rufen die und hii, rennen sie weg. Also dann, die lustige Zeit beginnt. Jetzt muss ich den wahrscheinlich erstmal einen verpassen hier. 4 gegen 1 ist aber ein bisschen ungleich, oder? Ah, nein. Oh, da kommen schon wieder neue. Und dann immer schön fressen. Aua. Alter, sind das unendlich? Verdammter Mist. Da muss ich auf... Das ist natürlich einer, der explodiert. Hat man hier eine Chance? Das sind ja unendlich von denen. Alter, das ist ja... War das gewollt? Scheinbar. Oh, ich hab genug davon. Es geht mir schon auf den Senkel. Bruder, lass uns ein anderes Spiel ausdenken, ja? Das machen wir. Also dann, Mieze. Wartet, ihr beiden. Wo sind sie hingegangen? Das Telefon klingelt. Wer mag das sein? Guten Tag. Mieze, wie geht's dir? Ach, jetzt, wie soll's mir denn gehen? Ganz bestimmt nicht gut. Was spielen wir als nächstes? Hört auf und kommt schnell raus. Du bist ganz schön lebhaft. Ihr beiden. Kommt schon raus und zeigt euch. Scheinbar will Mieze wieder mit uns spielen. Aber wir haben eine extra Eintrittskarte für dich vorbereitet. Bring sie mit, dann stellen wir uns. Ihr wollt mir also sagen, ich soll die Eintrittskarte suchen? Ganz genau so ist es. Du bist ganz schön schlau, Mieze. Deshalb, wir geben dir trotzdem noch einen Tipp. Um die Schatzsuche interessant zu gestalten, musst du 3
Fetzen von dem der Eintrittskarte finden. 3 Fragmente der Eintrittskarte. Im Saal der Sonne, im Saal der Sterne und im Saal des Mondes. Dort sind sie versteckt. Das ist doch spannend, nicht wahr? Warum muss ich so einen lästigen Kram über mich ergehen lassen? Wir warten auf dich. Warte! Bis dann! Meine Güte, die haben echt Mut, dass sie sich jetzt hier so auf sowas einlassen mit mir. Macht euch schon bereit, ich komme! Ach du meine Güte, was ist da runtergefallen? Erstmal sammeln wir hier die Medizin ein. Und den Schlüssel für den Saal der Sonne, den Sonnenschlüssel. Und darauf speichern wir uns erstmal nochmal richtig schön ein. Und ich sage, das war's für die Folge, liebe Leute. Es war schön, dass ihr dabei wart. Und das nächste Mal geht's direkt hier weiter im Schauspielhaus, wo wir uns gegen die bösen Zwillinge Kohaku und Hisui anlegen müssen. Also dann bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.